Es ist noch nicht lange her, dass bäuerliche Familien in Tomeyasu, Brasilien, ums Überleben kämpften. Durch jahrzehntelange Abnutzung in Form von Abholzung, Brandrodung für den Ackerbau und Viehhaltung war das Land für die kleinen Familienfarmbetriebe nicht aufrechtzuerhalten. Im Februar 2014 haben wir sie besucht. Als erstes habe ich mein Land gereinigt. Ich musste wieder gut machen, was ich der Natur angetan habe. Sie haben sich für einen Wandel entschieden. Einige der kleinen Farmbetriebe haben sich zu einer Gemeinschaft zusammengeschlossen und sich eine nachhaltigere Methode der Landwirtschaft angeeignet, die Agrarforstwirtschaft. Die Landwirte bauen nun eine Mischkultur an. Sie kombinieren Passionsfrüchte und schwarzen Pfeffer mit Bäumen wie Paranus, Cupuaçu und Andiroba. Durch diese Art der Forstwirtschaft verbesserten sich die Erträge aller Pflanzen, welchen dem Boden auf natürliche Weise Nährstoffe zurückgeben. Viele haben Cupuaçu angebaut, ein einheimischer Baum. Sie verkauften das Fruchtfleisch als Nahrung und warfen die Fruchtsamen weg, bis sie herausfanden, welche unerwartete Kostbarkeit sie besaßen. Eine intensive, feuchtigkeitsspendende Butter mit einem hohen Wert auf dem Weltmarkt. Die Farmer begannen, die Samen zu verkaufen. Um das Jahr 2006 herum wechselten viele zum zertifizierten biologischen Anbau, um dadurch noch mehr zu verdienen. Zunächst war es eine Geschäftsfrage und keine ökologische Frage. Später bemerkten die Menschen die Auswirkung auf die Umwelt. Das Fruchtfleisch, welches heute für unseren Saft geerntet wird, ist frei von Agrargiftstoffen. Die Nachfrage nach der Butter aus der Cupuaçu-Frucht ist groß. Damit sie die Butter eigenständig produzieren können und somit viermal mehr verdienen als zuvor, half Aveda bei der Finanzierung eines Samentrockners durch den Global Green Grant Fund im Jahr 2014. Auf diese Weise haben wir auch begonnen, mehr zu verdienen und können somit mehr in die Ausbildung unserer Kinder investieren, in eine bessere Unterkunft und in das Transportwesen. Die Gemeinschaft plant auch, einige Gewinne in Jungpflanzen und das Wiederaufforsten zu reinvestieren. Aufgrund dessen kommen Tausende, um das Erfolgsmodell der Agrarforstwirtschaft zu erlernen. Unsere Kinder haben ab sofort eine neue Laufbahn, die sie einschlagen können, und eine ganz andere Vision, in der Landwirtschaft tätig zu sein, während sie naturnah arbeiten.